Offenbach bei Frankfurt am Main. Der Abschlepper Benny Richter ist wegen eines kaputten LKW hier. Beim Anheben bemerkt Benny, dass Kühlflüssigkeit entweicht. Er muss versuchen, das Leck zu stopfen. Ja, ich habe jetzt provisorisch, sage ich mal, den Schlauch hochgebunden, weil wenn der bei der Fahrt, sage ich mal, wieder so nach unten drückt, dann haben wir den ganzen Kühlflüssigkeit auf der Straße. Und Kühlflüssigkeit, auch wenn jeder sagt, es ist nur Wasser, das gefriert ja. Und das gefrorene Wasser breitet sich aus. Und dann könnte es passieren, dass der Motor platzt. Ja? Und dass das nicht passiert, ist ein sogenanntes Silikat drin, der sogenannte Frostschutz. Und das ist das, was hier so, sag ich mal, gelb oder rot schimmert. Und das ist auch, wenn man sieht, das ist rutschig. Ja? Und ich sag mal, wenn das irgendwo auf der Straße liegt, ein Fahrradfahrer kommt oder der Fußgänger, der kann zum Beispiel, oder auch ein Auto, der kann darauf schon ausrutschen. Und das müssen wir, sag ich mal, tunlichst verhindern, dass die ganze Soße hier auf die Straße läuft. Aber erstmal, dass wir laden können, sollte das hoffentlich reichen. So, jetzt müssen wir den LKW noch sichern mit sogenannten Ketten. Dass, falls wir bremsen müssen oder über einen Huppel fahren, dass er uns nicht aus diesen Achsgabeln rausspringen kann und abhaut. Also mir ist noch nicht passiert, dass ein LKW aus den Klammern rausgesprungen ist. Ein Arbeitskollege hat mal einen LKW in der Hubbrille transportiert. Und da muss er voll bremsen, da sind die Gurte gerissen. Da ist er mal aus der Brille rausgesprungen. Aber mir persönlich und Gott sei Dank noch nicht. Um den LKW abschleppen zu können, muss Benny noch die Gelenkwelle ausbauen. Die zwei wichtigsten Dinge bei der Gelenkwelle ausbauen. Der Hammer zum Losschlagen der Gelenkwelle und der Markierstift. Weil die Gelenkwelle kann man sich so vorstellen wie bei einem PKW. Die Reifen, diese ist gewuchtet. Und wenn man die später, wenn man sie rausgezogen hat, nicht wieder auf den genauen, wie sie gewuchtet ist, draufsteckt, dann hat der LKW-Fahrer ab dann in Massage sitzt. Also weil das riesen Umwucht gibt, wie beim PKW auch, dann schlägt alles und so. Und deswegen ist Gelenkwellen markieren ganz, ganz wichtig. Also Spaß machen, sage ich mal, Spaß ist immer irgendwo dabei. Aber ich sag mal, bei dem Wetter ist es noch relativ angenehm, weil es regnet nicht, es schneit nicht, der Boden ist trocken, zwar ein bisschen kalt, aber trocken. Man kriegt keine von Streufahrzeugen irgendeine Salzladung ins Gesicht. Also von daher ist das jetzt, sage ich mal, heute ein, ich sag mal, angenehmer Job. Ja, unsere Gelenkwelle, sage ich mal, muss aus dem Grund ausgebaut werden, weil im Getriebe eine Ölpumpe sitzt, die das Ganze hier schmiert, also die Hinterachse, sage ich mal, mit Öl versorgt, dass die geschmiert wird. Und in unserem Fall kann der Motor ja nicht laufen, weil der Kühler kaputt ist und dann der Motor sonst überhitzen würde. Deswegen können wir den Motor nicht laufen lassen und dann dazu die Ölpumpe auch nicht läuft. Dann würde die Hinterachse, sage ich mal, auch noch trocken laufen und dann hätten wir einen sogenannten Hinterachsschaden. Also ich sag mal, der LKW ist ein relativ kleiner LKW. Da denke ich, wiegt so um die 15 Kilo, ja, oder 10, ich sag mal 10, 12 Kilo eher gesagt. Ja. Aber bei so großen Brechern kann die schon mal 25 Kilo wiegen. Ja. Und hier, das ist das Gewicht, was vorhin erwähnt hat, wie mit den PKW-Reifen. Ne. Und das muss später mit dem anderen 1:1 passen. Ja. Hi, servus. Hallo. Bist du der Fahrer? Klappt das alles? Ja, bei mir schon. Was beim Wenden passiert, oder? Was? Beim Wenden? Nee, wir müssen mit dem Kran das Holz, wenn wir die Bäume da fällen, ja. Wir müssen mit dem Kran das Holz. Und dann kam ich nicht mehr dran, immer ein Stück weiter ins Gelände rein. Okay, da lag der Baum. Nee, der ist vorne so weit eingesackt, dass er dann beim Wiederrausfahren an den Wurzeln hing. Ah, okay.
Aufwand für so ein bisschen Scheißdreck. Besser wie fahren, du. Dann ist noch größerer Schaden, du. Und dass du das gemerkt hast, weißt du, ist auch nett. Es gibt solche und solche, weißt du, wie es ist. Machst du das jetzt mit Licht und so weiter? Ja, ich gebe ihm Lichterwiederholung. Das ist wie beim Anhänger auch. Also er kriegt gleich von mir so, sind so Magnetlampen. Und die schließe ich dann hier bei mir an. Und dann ist das so, als wenn du bei dir bei deinem LKW einen Anhänger dranhängst. Ne? Ich gebe ihm jetzt noch ein bisschen Fremdluft, damit die Bremse nicht zugeht. Und dann geht's Vollgas Richtung MN. Ja. Okay, so okay. Gut. Dito. So. Damit wir auch richtig blinken, ist das beschildert. Ne? Rechts, links, ist klar. Ne? Nicht, dass wir rechts blinken, nach links fahren. Und ich sag mal, bei dem LKW ist es sehr, sehr dankbar, sage ich mal. Der hat große, stabile Stahlwände. Da hält unser Magnet sehr gut. Bei den ganzen neumodischen LKWs oder sowas kann es mal passieren, dass du da kaum Angriffsfläche hast, weil alles heutzutage aus Alu und Leichtbau ist. Ein bisschen sauber machen hier, damit der Magnet schön hält. Und dann ist das schick. Das Abschleppen von dem LKW wird sich auf ca. 700 bis 800 Euro belaufen. Je nachdem, wie lange wir jetzt brauchen. Wir müssen halt, Mülheim ist jetzt hier, sage ich mal, ein bisschen außerhalb der Stadt. Also wir können nicht über die Autobahn fahren, wir können sowieso nicht so schnell fahren. Das wird nach Zeit abgerechnet und deswegen dauert es halt auch ein bisschen länger. Ja? Und man muss natürlich auch sagen, wie es jeder sieht, die Arbeit ist natürlich auch wesentlich mehr und auch anstrengender. So, jetzt müssen wir noch die Kühlflüssigkeit, was ich vorhin gesagt habe, die ja so ein bisschen rutschig ist und ein bisschen umweltbelastend ist, die müssen wir natürlich jetzt noch wegmachen. Den Sauhaufen dürfen wir da nicht so hinterlassen, dann kriegen wir einen auf den Deckel. Und dann nehmen wir sogenanntes Bindemittel. Wie der Name schon sagt, kann man sich vorstellen wie Katzenstreu. Das bindet die Flüssigkeit hier. Und dann ist es auch wieder schön sauber. Und die Umwelt ist nicht geschädigt.